gucken, haben wir ein bisschen Zeit. Also 1,5 Stunden können wir noch bauen an unserem Gebäude. Und noch eine. Komm her. Wir sollen ja alle Federn dabei. Was soll ich denn mit Federn? Oh, ja, jawohl. Die hat hier so einen Hamburger dabei. Und zwar Büchse. Oh, das Ding ist leer. Ja, hätte man natürlich auch die ganzen roten Blöcke eigentlich auch mit der Kettensäge kaputt machen können, ne? Also, das ist schon wieder, naja. Ging ja mit der Axt auch halt nur einen Moment länger gedauert. Ui, der hat eine Flinte dabei und sogar die coole. Sehr schön. Ah, Zombies haben definitiv besseren Loot jetzt dabei. Pistole brauche ich nicht. Und er hatte ja die Flinte dabei gehabt, genau. Er hat Glas. Sie hat Federn und sie hat einen Knochen. Möchte nicht wissen, was man dann mit dem Knochen immer so, oh, ich glaube, der ihr Kopf ist verdreht. Ein bisschen. Will nicht wissen, was die mit dem Knochen immer anstellt. Ich hoffe, dass das Haus noch die Nacht standhält, sonst, ja, fallen wir halt runter, ne? Aber auch 3 Stöcke, die können wir auch mal entsorgen. So, können wir noch irgendwas basteln? Wir könnten Log Cabin Wood herstellen. Aber das brauche ich eigentlich nicht. Oh, fiese Geräusche, ne, heute. 24 Zombies bisher gekillt, ich will nur nicht runterfallen. Ah, das ganze Feld hinten kaputt gemacht, das gibt's ja gar nicht, ne? Oh je. Ich krieg ein Déjà-vu mit Folge 3, ich weiß nicht warum. Die Nacht geht ja vor allem noch ein bisschen, ne? Könnten ja mal ein paar Woodspikes herstellen. Jetzt habe ich die Stöcker gerade weggeworfen, ne? Heben wir sie nochmal auf. Und machen noch ein paar davon. Ich glaube, jetzt habe ich es übertrieben. Ne, geht. So, Sharpet Stick. Die 3 auch noch zu Sharpet Stick. Und dann können wir mal ein paar... Brauchen wir dann sowieso noch welche für draußen. So, genau. Dieses Gewurschtel immer hier, ne? So, wo ist denn... Wir haben die Sharpet Stick da. Ach, hier Woodspikes da. Sagen wir 12 Woodspikes. Ole, ole, ole. Jetzt hebt ihr die nicht mehr auf, ne? Ach so, deswegen. Machen wir noch ein paar mehr davon. Okay, sehr schön. Nein, nicht Woodplanks. Nein. Woodspikes. So, haben wir 24, jawohl. Da geht doch schon mal was. Wir haben mal ein paar Woodspikes aufstellen. Haben wir letztes Mal, glaube ich, nicht einmal benutzt. Kann das sein? Doch, doch, doch. In der Stadt, wo Rumble steht und ums Feuer getanzt ist. Hihi. Man kann die auch nicht mehr übereinander bauen. Das haben sie auch geändert. Na, geht nicht mehr. Ah, die Kettensäge trotzdem mal unten aus dem Inventar rausnehmen. Das mag ich nicht, wenn die da unten nur im Inventar ist. Kann man mit dem Stock auch Schaden machen? Jawohl. Haha, gibt's Dresche. Gibt's auf dem Bobbis. Oder wie der kleine Nils sagen würde, da gibt's auf den Bobo. Die Kettensäge habe ich gesagt rausnehmen. Geht doch. Hier, da ist ja so, like a star, ne? Hier so mit dem Mikrofon, so. I'm singing in the Dachboden. Mann, wie gerne wäre ich da jetzt unten, ne? Wir brauchen echt die nächste Version mit dem Stealth-System, ne? Hätte ich richtig Bock drauf, da draußen rumzuschleichen. Wir könnten natürlich auch, bis jetzt hat sich ja nur einer drauf gemeldet, ne? Auf die Anfrage, wie wir die Zombies jetzt ab der Alpha 5 machen wollen. Ob die halt, ja, immer langsam, immer schnell oder halt, wie es man es gewohnt ist, nachts schnell, tags langsam. Bis jetzt habe ich es so gelassen, weil sich halt bis jetzt nur einer drauf gemeldet hat, ne? Ich meine, es sind ja trotzdem eigentlich so immer so, ja, 20 Leute, die das gucken, ne? Hier, sonst würde ich das ja gar nicht machen mit dem Aufnehmen. Deswegen fand ich es eigentlich ein bisschen schade, dass da nur einer drauf geantwortet hat. Aber natürlich, wie gesagt, auch die Folgen sind jetzt natürlich auch Weihnachten vor der Tür, dass natürlich auch welche vielleicht gar nicht da sind, dass sie gar nicht deswegen geguckt haben, ne?
Du, bis jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal die Einstellung beibehalten, dass sie halt nachts schnell sind, tagsüber langsam. Weil so zumindest könnten wir halt, ja, auch jetzt noch bauen draußen, ne? Aber natürlich, es wäre halt dann nicht mehr so lustig in der Nacht, ne? Also, von wegen die Zombies her. Ich meine, wenn wir dann unser Haus haben, dann können wir ja die Zombies nachts immer abschießen, auch unten draußen. Durch das Metal Trussing, wie gesagt, können wir durchballern. Und ja, ne? Haben schon wieder 4 Uhr, geht gleich weiter draußen. Keine Sorge, keine Sorge. Bop, 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 bop. Mein früher habe ich ja in der ersten Aufnahmesession, ich habe ja Alpha 1 auch schon mal aufgenommen. Aber wie gesagt, da habe ich ja nur ein paar Videos gemacht, das war jetzt nicht wirklich viel und auch nicht wirklich ja, bekannt. Das hat mir eigentlich gar nichts gebracht. Und da hatte ich halt die Nächte immer rausgeschnitten, weil da konnte man ja, die Zombies konnten keine Leiter hochgehen. Es gab keine Spider-Zombies, kein gar nichts. Und mittlerweile können die ja Leitern hochgehen, deswegen brauchen wir die Nacht ja nicht mehr rausschneiden. Ne? Also, war ja wirklich langweilig, da standest du im Dachboden, war safe und konntest erstmal AFK gehen, bis die Nacht rum war. Ne? Aber jetzt haben wir ja hier ein bisschen offen lassen und dann können wir hier das wieder runtergebollert. Oh. Ja, die ist auch wieder runtergestürzt. Oh, Kollege. Tschüss. So, 5 Uhr, 7 Uhr geht's wieder raus. Geht die Frühschicht wieder los. Die fallen alle wieder runter. Oh ne, der ist hängen geblieben. Aber nicht in Spike laufen, das ja, tut weh. Dover Nachtschrank, ne? Oh, die hat eine Binde dabei. Die hat wohl ihre Tage gehabt. Kann ich aber gerade nichts mit anfangen, kein Platz. Doch, wir könnten uns die Binde, könnten uns eine in die Binde kippen, ne? so. Bup. Komm da rein jetzt das Ding. So. Schon ist die Binde gerettet. Zählt ja wahrscheinlich auch als Block, ne? So. Damit das Haus nicht zusammenkracht, der Dachboden hier, ne? Ich habe da immer schlimme Erfahrungen dran. Können wir mal den Hobel hier mal nachladen. Man könnte ja mal Feedback geben, ob das zu laut ist, die Zombies. Ich höre das ja selber nicht. Also ich höre es halt auf klar auf den Kopfhörern. Aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern meine Stimme die Zombies übertrumpft, ne? Ist auch noch ein bisschen mein Mikrofon lauter gestellt, damit ihr nicht immer auf volle Pulle mich hören müsst, weil ich, manchmal finde ich, ich bin sogar ein bisschen leise. Hab mich jetzt ein bisschen hochgedreht, ein bisschen, alles noch ein bisschen umgebaut hier. So, 6 Uhr, am liebsten würde ich schon runtergehen, ne? Aber ich habe keinen Bock, dass wieder irgendwie eine Holzwand im Weg ist und wir wieder sterben. Auf jeden Fall, was auch gemacht wird noch jetzt in der Alpha 5, werden definitiv die Minen mal ein bisschen getüftelt und getestet, ne? Mit den Minen ein bisschen rumgewurschtelt. Ich hoffe nur, ich trete nicht selber rein. Ne? Da müssen wir am besten, würde ich fast sagen, dass wir dann an den Stellen, wo wir die Minen platzieren, irgendwie andere Blöcke in den Boden hauen, dass wir das auch besser erkennen, wo die Minen liegen. Weil die siehst du dann echt schwer, wenn du irgendwie noch Gras drumherum ist, zack, hängst du drin und bist tot. Wäre ja auch nicht so optimal. So, wir gehen jetzt gleich runter. Wir laden nochmal den Hobel nach und dann geht's los. Holen uns hier eben noch kurz so ein, hier, ne? Schappi rein und dann, ah ne, sogar kein Schappi, ist ja Chicken. Und noch ein Wasser, so. Okay, sehr schön. Hat er den Hobel nachgeladen? Ja, sieht gut aus. Dann gehen wir jetzt runter. Hallo? Oh, die können auch einen Can of Ham dabei haben, okay. Ui, da kommen ein paar Genossen, ne? Jawohl, Can of Ham sammle ich immer gerne. Ui, der hat einen MG dabei. Okay.
Mann, ihr scheint doch Tageslicht rein. Warum sind die so schnell, die Pisser? Mann, Hund, bleib doch mal stehen. Wie soll ich nicht treffen, wenn du so hin und her springst? Mann. Hunde können Waffen dabei haben, jawohl. Ist klar, verstehe ich. Oh. Jawohl. Da haben sie mal ein bisschen randaliert. Ja. So, nehmen wir das Metall noch mit, ne? Bisschen Altmetall. So, und dann würde ich sagen, was wir da drüben weiterbauen, ne? Das ist ja alles Graveli, alles Keith Richards. Ach man, die haben uns ja schon wieder hier im Block zu hauen. Wir haben ein Häschen, wir haben ein Häschen. Häschen. Möchtest du was zu essen haben? Kriegst du aber nichts. So. Jetzt haben wir natürlich... Ah ne, der Quatsch, die haben uns keinen Block zu hauen, das ist die Tür. Oh Mann. So. Das wird ein sehr schönes Haus. Definitiv. Abstrakte Kunst, ne? Das wird so hässlich, das könnte dann glatt ein modernes Kunstwerk sein. So. Aber es geht darum, dass wir da durchballern können, ne? Nein! Ich häng drin. So, mal ganz kurz hier ein bisschen klickern, klackern und so. Aber wahrscheinlich, denke ich mal, man kann durch diesen Block durchschießen. Aber ich schätze fast... Ne, doch, Sonnenlicht geht durch. Ihr seht den Schatten, ne? Ich dachte schon, dass kein Sonnenlicht dann reinkommt oder so, dass dann hier dunkel drin ist. Das wäre ja auch blöd, ne? Es wird wieder viel zu groß. Naja, egal. Müssen wir mal gucken, wie das Sectional Corner geht. Da können wir uns noch ein schönes Dach drauf bauen. Ey, Kollege. Ist ein Arsch offen, oder was? So, gleich haben wir es geschafft, die Runde. Ja, mache ich, glaube ich, zwei Doppeletage mache ich da von dem Trusting Metal. Das ist, glaube ich, besser. Wenn man jetzt noch eine... Ich dachte, da steht gerade ein Zombie, aber irgendwie ist das nur ein Pfeiler mit Müllsack dahinter gewesen. Ne? So. Hoffentlich reichen die noch bis einmal rum, aber ich denke schon. Das sollte soweit ganz gut aussehen. Na komm, Marit. Jetzt fehlt er wieder Runde. Das gibt's nicht. Das ganze Mais fällt gleich im Arsch, ne? Ich meine, noch ist ja noch genug da, ne? Um Gottes Willen, aber... Und das müsste reichen einmal rum, jawohl. So. Wenn ich jetzt runterspringe, komme ich nicht wieder hoch. Okay, damit kommen wir auf. Wie viel kommen wir da? 48, damit kommen wir nicht weit. Muss man nochmal kurz hier. Ja, es ist ja sowieso Weihnachten, wenn wir uns jetzt erstmal einen Tannenbaum fällen. Ne? Also, Axt in die Hand, weil wir jetzt auch kaum mal Benzin haben. Gehen wir uns mal so ein. Was müssen wir denn die Lampe? Ne, die Lampe lasse ich mal stehen. Weil die Lampe können wir immer noch wegmachen. Also hinbauen können wir sie nicht mehr, deswegen. Also wegbauen können wir sie dann immer noch. Die Birke sieht doch gut aus. Ist zwar kein Tannenbaum. Aber egal. Die Birke sieht gut aus. Baum fällt. Habe ich überhaupt Platz dafür? Ja. Fürs Birkenholz. Natürlich. Ich fände es halt auch cool, wenn es wäre, dass das weiße Holz auch wirklich weiß hinterher ist. Ne? Dass es irgendwie weiße Balken wäre.